So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise SnowRunner, sage ich jetzt einfach mal, ja, einfach mal so salopp gesagt, SnowRunner. Und zwar bin ich aktuell, ich muss gerade noch ein bisschen eingucken mit den Einstellungen hier, so, und zwar bin ich aktuell, also ich habe das ja vorher mit meinem Bruder zusammengespielt, im Multiplayer. Und ja, das hat sich aber jetzt so ergeben, dass wir das zeitlang nicht mehr gespielt haben. Und ich würde das Spiel aber gerne weiterführen, auch auf dem Kanal hier. Es ist jetzt in letzter Zeit etwas viel dazugekommen an Fahrzeugen oder was weiß ich. Ich habe auch schon, wenn man auf die globale Karte guckt, ziemlich viel schon mal freigeschaltet, aber hier. Und die ganzen DLC-Karten natürlich noch nicht. Und die würde ich gern auch demnächst noch freischalten. Aber jetzt ist erstmal Holz für die Einheimischen dran. Fahrzeuge, neue Fahrzeuge sind auch dazu gekommen. Dafür müssen wir mal kurz hier in die Garage. Mal wechseln. Kaffee habe ich, also ich bin voll beladen. Man kann also losgehen. Gut, also Trucklager. Das sind jetzt die aktuellen Trucks, die ich habe. Da sind jetzt auch ein paar aus dem DLC dazugekommen. Und das ist so der, den ich eigentlich die ganze Zeit aktuell fahre. Obwohl der jetzt habe ich ihn ausgelagert. Na, ist ja nicht schlimm. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal noch schweres Holz fahren. Dafür steht da hinten auch schon der Dolly. Ankuppeln. So, dann nehmen wir es dran und dann fahren wir mal Holz voll. Also mir persönlich macht das Spiel hier sehr, sehr, sehr viel Spaß, Alter. Ohne Scheiß. Das war nämlich jetzt gerade auch im Angebot und dann habe ich noch ein DLC, glaube ich, dazu gekauft. Hier dieses mit dem Defender da. Das habe ich noch dazu gekauft und dann ist Season 7 rausgekommen. Vielleicht gucken wir uns die auch nachher nochmal an. Mal schauen. Erstmal muss ich hier das Holz fahren. Mal gucken, ob ich das. Ah, ne, machen wir Uncut, machen wir alles so richtig zuschauen. Ich finde, das Spiel ist sehr beruhigend, sehr angenehm. Um ein bisschen zu chillen oder so. Einfach mal genießen, sagt der Paddy immer.
muss gerade nachher noch gucken, wie ich das mit den großen und mittelgroßen, mit den mittelgroßen Stämmen mache. Aber auch gucken, also ich muss ja gucken, dass ich nicht mit den Folgen durcheinander komme. Das ist mir schon öfters passiert jetzt. Weil er die irgendwie komisch hochlädt. Wirrwarr lädt der hoch. Schon mal. Da fahre ich aber jetzt nicht runter, das ist nämlich voll der Umweg. Wir fahren schön hier oben rum. So, dann packen wir uns mal hier ein paar Stämme hinten drauf. Lange Stämme. Der Pacific ist echt ein Monster, ne? Also der, wenn der Allrad anhat, der kommt echt durch wie überall. Fast überall. Also Matsch macht ihm jetzt nichts, nicht wirklich viel, aber so Steigungen hier. Also wenn ich LKW-Fahrer werden würde, würde ich nur Holz fahren. Nichts anderes. So, dann ziehen wir den mal hier rum. Und ich keinen Bock habe, den da über diese Kuppe drüber zu ziehen. Ah, das sieht ganz gut aus. Sehr gut, das passt. Dann ziehen wir die Karre jetzt mal aus dem Dreck. Hier können wir Allrad wieder ausmachen.
Ein schwebender Stock. Ja, sobald mein Internet auch da ist, wird es auch Livestreams geben. Also da habe ich auch schon einiges geplant. Aber mein Internet ist noch nicht da. Das, was ich aktuell habe, ist halt einfach scheiße. Also da kannst du echt nichts machen. Mal gucken, ob wir hier gleich auch mittelgroße Stämme draufladen können und einen Anhänger hinten dran mit mittelgroßen Stämmen. Dann können wir nämlich zwei Fuhren auf einmal machen. Dann hätten wir das jetzt dann in drei Fuhren erledigt. Mit dem LKW hier. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit den anderen LKWs. Aber der hat halt sehr. Der hat halt Drehmoment, ne? Und kommt exzellent durch Matsch durch. Ja, zwei Touren bin ich schon mal gefahren mit dem LKW damals. Also in dieser Mission. Von daher will ich aber auch kein komplett neues Safe Game anfangen, weil hier gibt es noch echt viel zu tun und viel zu entdecken. Und für 20 Euro bietet das Spiel hier echt viel, also das ist Wahnsinn. Man kann hier die einiges an Zeit investieren in das Game. Und das macht ein Spiel, finde ich, aus. Das ist genau wie mit DCS-Modulen. Ich kann ein Battlefield kaufen für 60 Euro, was ich, keine Ahnung, ein paar Stunden spiele, sehr schnell durchgespielt habe und dann nur noch online spiele. Ich kann aber auch für 60 Euro ein DCS-Modul kaufen und habe einfach viel mehr Spaß daran. Da gibt es natürlich die Fraktion Simulation und ja, Arcade Gamer. Ich bin ja so eher der Simulant. Aber für 60 Euro und du kannst halt alles Mögliche spielen und simulieren, ist schon echt geil. So, und hier bezahlst du 20, 30 Euro für das Game und kannst hier trotzdem stundenlang in das Spiel investieren und siehst immer irgendwie was Neues. Mehrere Karten und sowas alles. Naja, ist eine Diskussion, die will ich jetzt nicht anfangen, von daher fahren wir hier schön unsere Holztour zu Ende. Da steht der Fuchs wieder, oder Wolf.
So, ich fahr mal hier rum. Und entladen. So, jetzt brauchen wir Lieferung zur Farm, mittelgroße Stämme. Nö. Ah doch. Soll ich den hier stehen lassen? Überlege gerade. Ja, komm, wir lassen den hier stehen. Ah, nee. Individualisieren. So, Rahmenaufsätze. Holztransportaufbau. Eieiei. So, den brauchen müssen wir einmal kaufen. Da haben wir kein Geld für. Schade. Das heißt, Trucklager, ich müsste hier einen Truck verkaufen. Komm hier den. Für die anderen können wir die Heavy Duties nehmen. So, dann. Ah, okay, Kurzholzaufbau, den kaufen wir mal. So, dann Werkstatt verlassen. Als Anhänger, warte mal, schließen. Müsste mal in die Außenperspektive gehen. So, wir brauchen ein Anhänger. Alter. B. Offener Anhänger für den Holztransport. Ist der für Kurz- oder Langholz gedacht? Ich glaube für beides, ne? Holzauflieger Heck, Tieflader, Wartungsanhänger, Serviceanhänger. Jo, dann müsste der ja auch für Langholz gelten, ne? Und das ist jetzt das Gespann, womit wir Holz holen fahren. Boah, ich hoffe, das passt. Vielleicht fange ich auch irgendwann mal an Safe Game Hard Mode an. Jetzt fahren wir erstmal mittelgroße Stämme holen. Die bringen wir dann erstmal zur Farm. Oh Junge, diese Anhänger da hinten, ne? Ups. Oh.
So, Allrad raus. Hier braucht man ein Allrad nicht mehr. Sind die mittelgroßen Stämme schwerer als die langen Stämme? Ich meine, das sind ja mehr. Naja, werden wir gleich sehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Kaffee nicht vergessen, ne?